Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. Ja Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen zu unserer gewohnten späten Sendezeit. Heute am Montag. Montagnacht heißt freie Themennacht. Und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ihr kennt das, dann ruft mich an unter der Telefonnummer 0800 220 50 50 oder faxt mir unter 0800 220 50 51 oder mailt mir unter 1live.domian@wdr.de. Freie Themennacht, also meine obligatorische Frage an euch. Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Erste Anruferin heute Nacht ist Steffi. Ja? Ja, Steffi. Hallo? 25, ja, total gut. 25 Jahre alt. Ja, genau. Mein Thema ist eigentlich gar nicht so spektakulär, aber es bedrückt mich schon. Ja. Und zwar habe ich Probleme, einen Partner zu finden aufgrund meines Äußeren. Was heißt das? Das heißt... Es ist selbst gewählt, muss ich dazu sagen. Ich habe eine Vorliebe. Ich würde sogar so weit gehen, es als fetisch zu bezeichnen. Das heißt, ich bin sehr stark gepierst, sehr stark tätowiert. Ja. Und ich glaube, das schreckt einfach viele Leute von vornherein ab. Darf ich dich bitten, noch etwas näher ans Telefon zu gehen? Ja. Damit ich dich noch präsenter hören kann. Alles klar. So ein bisschen besser? Ja, ich glaube, es geht ein bisschen besser. Ja, ja, die Verbindung ist nicht ganz so gut. Das habe ich gerade schon gemerkt. Gepierst? Gepierst, tätowiert, ein ziemlich schrilles Outfit, sag ich mal. So, jetzt beschreibt es mal ein bisschen genauer. Alles klar. Also erstmal, erstmal will ich wissen, so von der Figur her, eher die normale Ausgabe oder ein bisschen dicker oder... Nö, völlig normal, völlig normal. Völlig also, normal. Leute, die sagen, wenn ich mich nicht so verunstalten würde, könnte ich Model werden, also von daher. Größe? Ich bin 1,72 groß, ja? Wiege 58 Kilo, ja. Also schlank. Wunderbar. Knallrote Haare. Knallrote Haare? Knallrot, so richtig Ketchuprot, so rot halt. Ja. Und ja, Piercings, so im Gesicht fängt es halt an, zwischen den Augen. Ja. Nasenflügel, Nasenseptum, halt Nasenscheidewand da, Fettenring durch, hey. Oberlippe, hey. Unterlippe drei Stück. Unterlippe. Also ja. die Nase ist voll. Die genau. Augen, an den Augenbrauen hängt es? Ne, da leider nicht, das geht bei mir nicht. Das geht nicht. Rauswachsen. Und, ja, hätte ich auch gern. Und wo hängt es an den Augen? Zwischen den Augen. Ach, zwischen den Augen. Zwischen den Augen. Genau. Okay, genau, da. Dann genau. Lippe. Genau, Lippe viermal. Viermal Lippe. Viermal, genau. Einmal und? Oben durch, dreimal unten durch. Ja, kurze Zwischenfrage, ehe wir das weiterführen. Kann man denn da normal essen? Ja, klar. Kann man ja, da auch normal knutschen? Ja, klar. Das kann ist man auch. Geil. Fühlt sich sogar sehr gut an. Okay, weiter. Ohren? Ohren, ja, total. Auch aufgedehnt stellenweise. Das hast du bestimmt auch schon gesehen, dass man Finger durchs Ohr stecken kann und solche Geschichten halt. Ist normal bei dir? Ist normal, ja. Ja. Genau. War es das im Gesicht? Ja, Lippenbändchen halt noch. Das heißt, wenn ich lächle, siehst du halt einen kleinen Stein. Ach so, und ja. Genau, ja, Zunge zweimal, ist klar, muss sein. Ja, auf der Zunge so ein Diamant oder sowas? Ja, zwei Kugeln halt. Und da kann man auch ordentlich mit essen? Stößt man da nicht ständig an die Zähne? Nö, überhaupt nicht. Ich bin ja der große Zähneputzer und Mundhygieniker. Kann man das ordentlich sauber halten auch? Ja, klar, sicher. Ja? Die Piercings kannst du einfach mitputzen. Also mein Zahnarzt sagt jedes Mal, meine Zähne sind top in Ordnung, obwohl ich jetzt seit Jahren so rumlaufe. Und das stinkt auch nicht irgendwann da drin? Nein, überhaupt nicht. Nein. Gut, bin ich schon mal beruhigt. So, jetzt haben wir so eine grobe Vorstellung von deinem Kopf. Knallrote Haare. Ja. Jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer. Ja. Gehen wir mal zu den Brüsten. Gepierst, klar. Klar, wie gepierst? Ja, halt zwei Stäbe durch. Also durch jede Brust einen Stab, durch die Brustwarze. Stäbe. Kleine Stäbchen, genau, so Stecker halt. Wie groß? 5 Zentimeter, 6 Zentimeter? 2? Nein, ganz normal, ganz klein, dass du halt so, vom Nippel selber links und rechts halt zwei kleine Kugeln nochmal jeweils hast. Ah ja. Also, genau. Ja, Bauchnabel ist ganz klar. Ja. Wenn wir jetzt noch tiefer gehen. Ja, wir müssen jetzt tiefer gehen. Wir wollen alles wissen jetzt. Ja, kein Problem. Da sind auch nochmal 4 Stück. An den Schamlippen. Ja, 3 an den Schamlippen, 1 durch die Klitorisvorhaut. Oh. Nein, das tut nicht weh. Hat das nicht höllisch weh getan? Nee, komischerweise gar nicht. Du erschrickst dich ganz furchtbar, aber es tut komischerweise nicht so weh, wie ich es mir vorgestellt habe. Also ich war angenehm überrascht. Aber das dauert doch wahrscheinlich eine ganze Weile, ehe das dann verheilt ist, ne? Ehe man da wieder ein bisschen irgendwie was machen kann.
Ich sag mal, gerade in dem Bereich geht es sehr schnell, weil es ist Schleimhaut. Es ist sozusagen selbstreinigend, allein schon durch die ganzen Bakterien, die du da unten normalerweise hast. Ja. Auch wenn du jeden Tag duschst, wie ich das auch mache. Ja. Aber dadurch heilt es sehr schnell. Also nach 8 Wochen war das komplett abgeheilt. Na, immerhin 8 Wochen, ne? Naja, klar. 8 Wochen nicht und so weiter ist vielleicht auch ein bisschen schwierig. Naja, aber wenn wir auf mein Problem... Tut das denn auch nicht weh? Dass ich keinen Mann finde, ist das ja eigentlich auch egal. Nee, ich denke nicht immer nur an das eine. Ich dachte zum Beispiel auch, tut das denn nicht beim Pipi machen weh, zum Beispiel? Ja, die erste Woche brennt es. Siehst du, ja. Das sind, aber es ist gut, es desinfiziert. Also, ja, stimmt, das stimmt, da hast du recht. Also, Innenschamlippen, Klitoris, sind das auch Stecker oder ist das richtig fest? Schamlippenringe und durch die Klitorisvorhaut, nicht die Klitoris selber, um Gottes Willen. Die Vorhaut. Genau, ja. Das kleine Häutchen, was da drüber ist. Ja. Da ist ein kleiner Stecker mit 2 Steinchen. Ah ja. Mhm. Das kann man auch alles perfekt sauber halten. Ja, natürlich, ja. So, ja. Wir gehen ein bisschen weiter nach unten. Ist noch irgendwas unten? Nein, das reicht auch. Also an Beinen, an Füßen ist nichts? Nee, vom Piercing her nicht. Und hinten am Rücken, Po oder so, auch nichts? Nee, klar. Also Rücken ist halt tätowiert komplett. Genau, das ist das nächste Thema jetzt. Tätowiert, der ganze Rücken ist tätowiert. Genau, ist noch nicht ganz fertig. Also wir arbeiten noch dran, aber in einer Sitzung kriegst du es halt nicht fertig. Schade, dass ich kein Bild von dir habe, Mensch. Ich kann dir gerne mal eins schicken. Mach das mal, aber jetzt müssen wir uns das so mit der Fantasie vorstellen. Was ist denn auf dem Rücken alles so drauf tätowiert? Im Prinzip ist es ein einziges Bild, es ist ein riesengroßer chinesischer Drache. Der ich dachte, ein riesengroßer, schöner Mann. Nee, ein chinesischer Drache. Auf dem Rücken. Vom Genick runter zum Steißbein, genau. Cool. Sieht schön, auch richtig stark aus. So. Auch wunderschön. Oben auch, im Nacken auch? Ja, er fängt so am Genick an. Also ja. Ich muss schon aufpassen mit Shirts, so jobmäßig, dass man das halt nicht so sieht. Was machst du vom Beruf? Zurzeit studiere ich noch, aber es geht halt auch um Praktikumstellen, dass man so natürlich sich nicht überall vorstellt. Was studierst du? Ja, ich studiere Sozialpädagogik, Soziologie und Psychologie. Na gut, in dem Bereich ist man ja locker drauf. Da geht's noch, ne? Wenn jetzt in eine Bank gehen müsstest, später mal, oder wär's krass. So, vorne, wie sieht's vorne mit der Tätowierung aus? Vorne noch gar nichts, da kommt aber noch was. Ist alles in Planung? Ist alles in Planung. Ja. Die Oberarme sind halt zu, soweit. Auch mit so chinesischen Motiven? Ja, auf dem einen Arm habe ich eine riesengroße Zahl, das ist meine Glückszahl. Nämlich? Die 238. 238? Da verbinde ich auch eine Geschichte mit, sage ich mal. Mit dieser Zahl verbinde ich praktisch ein neues Leben und dann dachte ich, komm, das lässt du dir tätowieren, weil das wirst du auch in 30 Jahren echt noch schön finden, dass du stehen kannst. Kann man das kurz erklären, diese Geschichte? Ja, das ist eine Hotelzimmernummer und ich habe mich in diesem Hotelzimmer aufgehalten in einem Tag, wo die Ärzte mir gesagt hätten, ich müsste eigentlich tot sein. Und da ich nicht bin, dachte ich, komm, das ist Neubeginn deines Lebens, weil ich sehr krank gewesen bin vor 3 Jahren und dann habe ich mir das tätowieren lassen. Was war das für eine Krankheit? Ich hatte eine schwere Unterleibsinfektion, die ich verschleppt habe und ich wäre eigentlich verblutet. Oh. Bin es dann aber nicht. Oh. Und du warst in dem Hotelzimmer? Wie, genau. Wie kam das, dass du da in einem Hotelzimmer warst? Das war mit meinem damaligen Partner war das halt. Wir haben gedacht, so, jetzt haben wir diese schwere Krankheit überstanden soweit. Jetzt ist alles in Ordnung und jetzt machen wir einen drauf. Ich verstehe. Dann, genau. 238. Genau. 238. Genau. Im Gesicht eine Tätowierung? Nein. Nein. Gottes Willen. Nein. Und im Schambereich irgendwas? Nee, noch nicht. Ich noch nicht. So, jetzt haben wir sehr lange gebraucht, dich zu beschreiben. Aber ich fand das sehr interessant, weil wir uns jetzt wirklich auch ein Bild von dir machen können. Mhm. Ne? Mhm. So, und du bist jetzt eigentlich ein lebendes Kunstwerk. Schon, ja. Ein sich veränderndes Kunstwerk. Ja, wir sprechen also in der Tattoo- und Piercing-Szene auch wirklich von Body Modification. So. Und im Klartext heißt das, du kriegst keinen Kerl. Nee, oder? Nicht wirklich. Ich glaube, ich schreck sie ganz einfach ab. Und das verstehe ich gar nicht. Du wirkst doch wirklich sowas von patent und freundlich und sympathisch. Ja, aber irgendwie, ich sag mal, ich habe mich da letztens noch mit einem Kollegen ganz lange drüber unterhalten, weil ich so frustriert gewesen bin. Und ja. Er hat mir auch gesagt, weißt du, Steffi, die Männer sehen dich, du wirkst absolut dominant dadurch. Und er glaubt, dass da viele Männer heutzutage echt noch so ein bisschen Respekt... Wo? Ach, nun ist er weg. Das ist aber schade. Unsere Steffi. Vielleicht kann meine Regie sie ja nochmal irgendwie reinbekommen. Wir versuchen das nochmal und dann geht es jetzt weiter mit Alexa. Alexa ist 19 Jahre. Alexa ist auch nicht da. Jetzt habe ich aber die große Sorge, dass unsere Telefonanlage kaputt ist. So fing es ja öfters schon mal an. Dann haben wir noch eine Steffi hier. Oh, sie ist da. Ja, hallo. Bei dir piept's nicht, das ist gut. Ja. Hallo Steffi. Hallo. Du bist nicht gepierst. Doch, auch, ja. Doch, auch. Aber das ist nicht das Thema. Nee, eigentlich nicht. Um was geht's denn bei dir? Ja, und zwar geht's um die Trennung von meinem Freund. Mhm. Der hat sich letzten Samstag von mir getrennt. Ja.
Eigentlich ganz plötzlich, auch wenn es eine Vorgeschichte hat. Wie lange wart ihr zusammen? 3 Jahre. 3 Jahre. Und dann ganz plötzlich getrennt? Ja, also das hat die Vor-, wir waren knapp 2 Jahre zusammen, da sind wir zusammengezogen. Ich komme nicht aus der Stadt, wo er herkommt, bin dann hier hingezogen, halt nach Witten. Mhm. Ja, bis dahin hat uns eigentlich jeder beneidet um unsere Beziehung. Ja. Ja, und dann mit dem Zusammenzug fing das halt alles an. Kleine Streitigkeiten, wir hatten uns vorher immer nur am Wochenende gesehen und dann auf einmal plötzlich 24 Stunden am Tag. Ja. Und das brachte halt irgendwie so seine Schwierigkeiten mit sich. Was war jetzt die Begründung, weswegen hat er Schluss gemacht? Ja, hauptsächlich, weil er diesen Streit einfach nicht mehr aushalten konnte. Er sagte, weil wir schon ein paar Mal immer wieder drüber gesprochen hatten und gesagt haben, wir müssen das doch in den Griff kriegen. Und immer wieder fing das von vorne an. Waren das so Streitereien letztendlich so um eigentlich Kleinigkeiten, Alltagsgeschichten? Ja. Wo liegt die Zahnbürste, wer kauft ein und wann wird geputzt? Genau, das war es eigentlich. Mhm. Und bei mir hat sich das halt, es lag auch viel an mir, weil ich halt sehr unzufrieden war. Ich habe alles hinter mir gelassen, bin hier hingezogen, habe nicht so schnell neue Freunde gefunden, nicht sofort wieder einen Job gefunden, weil ich neben dem Studium noch arbeiten wollte. Ja. Und saß halt hier wirklich viel alleine zu Hause rum und habe nur auf meinen Freund gewartet. Und dann steigerte sich das halt immer so weiter. Und Verstehe. Je mehr wir uns gestritten haben, desto schlimmer wurde das halt. Und desto weniger habe ich ihm auch, weil immer so eine Wut in mir war, desto weniger habe ich ihm auch gezeigt, wie sehr ich ihn eigentlich liebe. Ne? Jetzt ist er weg. Wo ist er? Wieder zu seinen Eltern zurück. Richtig ausgezogen schon? Die Sachen mitgenommen? Ja, er hat erst nur so das Wichtigste mitgenommen und dann nach und nach den Rest. Aber du hast gesagt, du hast ja gesagt Samstag, ne? Letzten Samstag. Ach, davor den Samstag, genau, nicht jetzt? Also, genau. Ja. Und also dann ist ja jetzt über eine Woche vergangen seitdem. Ja. Gab es dann nochmal Gespräche oder nochmal den Versuch irgendwie von deiner Seite aus doch nochmal irgendwas hinzubiegen? Ja, also es gibt eigentlich täglich Kontakt, weil er hat zu mir gesagt, erst hat er gesagt, es ist endgültig vorbei. Mhm. Wir haben aber noch gesprochen und so weiter und es sind ja auch noch Gefühle da auf beiden Seiten. Mhm. Und ja, er hat dann halt immer wieder den Kontakt gesucht, auch von sich aus. Ja. Möchte eine Freundschaft aufbauen und auf dieser Freundschaft dann vielleicht eventuell irgendwann, wie man das so kennt, wieder eine Beziehung aufbauen. Aber das ist ja schon mal ein interessantes Signal, finde ich. Ja, finde ich auch. Nur es ist halt immer so widersprüchlich. Er geht auf Distanz einerseits, andererseits sucht er wieder meine Nähe. Wenn er nicht weiß, wo ich bin, ruft er mich an, fragt mich, wo ich bin. Ihr habt euch jetzt aufgrund des Miteinanderwohnens in die Haare gekriegt. Richtig. Wegen letztendlich Lappalien. Ja, richtig. Ne? Das ist ja auch alles wichtig. Waren es jetzt Lappalien oder waren es schon sehr grundsätzliche Dinge? Es waren Lappalien, sagst du? Ja, eigentlich schon, so. Ja. Und du siehst ein bisschen auch die Schuld bei dir? Ja, auf jeden Fall. Ja? Weil ich einfach, es waren halt so Sachen wie so das typische Hausarbeit etc. Und ich war so verfahren und ich habe auch gar nicht gesehen, dass er sich wirklich Mühe gegeben hat und angestrengt hat, auch neben der Arbeit noch. Mhm. Und das war halt so, man hat sich so oft gestritten und war so ausgemergelt, dass man dann wirklich wieder bei jeder Kleinigkeit dann wieder den Streit sofort auf die Spitze hatte. Jetzt finde ich wirklich sehr interessant, dass er gesagt hat, also ich meine, das sind ja immer so die großen Sprüche, komm, wir lassen uns Freunde bleiben. Ja, darauf habe ich auch gewartet. Da halte ich überhaupt gar nichts von. Aber, ja, ich auch nicht. Aber er hat ja noch was anderes gesagt. Er hat ja gesagt, lass uns Freunde bleiben. Oder lass uns erstmal so eine Freundschaft legen und vielleicht darauf aufbauend wieder zueinander finden. Ja, richtig. Das finde ich eigentlich eine tolle Sache. Das sagt mir, dass er schon noch sehr an dir interessiert ist. Und dass er vielleicht einfach nur fertig im Moment ist und mürbe aufgrund der ganzen Streitereien. Ja. Und er wahrscheinlich das Richtige getan hat, um es vielleicht nicht gänzlich kaputt zu machen, ist er erstmal ein bisschen auf Distanz gegangen. Er ist raus aus der gemeinsamen Wohnung. Hm. Macht aber gleichzeitig das Angebot, komm, lass uns doch versuchen, vielleicht vorsichtig wieder aneinander zu gewöhnen. Ja, nur heute ist so ein Zwischenfall halt gewesen, dass ich habe halt wenig gegessen in der letzten Zeit, Appetitlosigkeit etc. Und bin dann heute halt, mir ging's recht schlecht, wir chatten noch und so, habe ihm dann gesagt, ich bin kurz weg auf Toilette, weil es mir nicht so gut geht. Ja, und dann hat er mich wohl ein paar Mal angerufen und ein paar Mal gefragt, wo ich denn bleib und so. Ja, und dann kam er halt, nach einer halben Stunde war er da. Ja, und da war ich halt zusammengebrochen, lag im Badezimmer, hab mir
ein bisschen das Gesicht aufgeschnitten an meiner Brille und so. Und aufgrund des Hinfallens? Genau, richtig. Warum bist du zusammengebrochen? Die Ärzte sagten aufgrund des mangelnden Ernährens halt, weil ich nicht viel gegessen habe. Mhm. Ne? Und Hat er dich gefunden? Und? Er hat mich gefunden, er hat ja noch einen Schlüssel von der Wohnung und so, weil ich auch Asthma habe und deswegen habe ich gesagt, soll er den Schlüssel behalten, falls mal was ist. Ja, und hat mich dann ins Krankenhaus gefahren und ob alles okay ist, hat dann noch was für mich gekocht, damit ich mal was esse und so. Und hat mir dann auch gesagt, also er will ja nicht, dass ich mir zu viel Hoffnung mache, damit es am Ende nicht schlimmer ist, wenn es doch nichts mehr wird. Also ich soll mir wohl besser keine Hoffnung machen, auch wenn er das nicht gänzlich ausschließt. Ja, ich finde, dass du dich einfach ein bisschen anstrengen musst jetzt auch. Ja, ich glaube nämlich, dass er jetzt auch in so eine Bredouille kommt und denkt, oh Gott, die wird jetzt vielleicht magersüchtig oder die wird krank. Und fühlt sich vielleicht irgendwie so ein bisschen dadurch auch unter Druck gesetzt. Toll wäre es, wenn du jetzt versuchst, entweder alleine oder vielleicht auch kurzfristig mit psychologischer Hilfestellung vielleicht, wenn es nötig ist, wieder recht stabil zu werden, auch souverän zu werden wieder für ihn. Ja. Und durchaus auch, geh auch du von deiner Seite aus durchaus ein bisschen auf Distanz und klammer nicht so sehr an ihm. Geh ruhig ein bisschen zurück. Das wird dir letztendlich gut tun, wenn es dir auch schwerfällt, jetzt im ersten Moment. Ja, genau, das geht mir auch durch den Kopf. Also so, und das wird ihn beeindrucken, wenn er merkt, aha, die kriegt auch ihr Leben allein geregelt und die macht mir keine Vorhaltungen und so. Und dann hättet ihr, glaube ich, die allerbeste Chance, dass ihr vielleicht doch wieder zueinander findet. Aber du musst dich jetzt, das ist eine Kraftanstrengung. Du musst dich jetzt auch um dich kümmern, dass du auch wieder isst und auch wieder auf die Füße kommst, richtig. Ja. Also das war auch das, ich wusste halt überhaupt nicht, wie ich mich verhalten sollte, weil es halt für mich, klar, der verlassen wird, ist immer schlechter dran als der geht, ne? Und aber du bist nicht endgültig verlassen, sei froh darüber. Der hätte auch gehen können und sagen, pass auf, Steffi, ich habe keinen Bock mehr, ich will nicht mehr, ich will auch nie mehr. Ja. Wir können gute Freunde bleiben, bla 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 und das war's dann, ne? Aber der hat hier noch eine kleine Sache hingelegt, dass es vielleicht klappt. Und dafür musst du dich auch wieder attraktiv für ihn machen. Wenn du zusammenbrichst im Badezimmer, empfindet er nur Mitleid. Und Mitleid ist nicht die Basis für eure neue Beziehung, sondern der muss wieder Respekt vor dir haben. Ja, vor allen Dingen, weil ich auch gesehen habe, wir haben uns ja in der Zeit auch öfters gesehen. Also wir haben uns eigentlich ja bis auf ein oder zwei Tage jeden Tag gesehen und haben Sachen zusammen gemacht, sind essen gegangen etc. Mittwoch gehen wir ins Kino und so weiter. Und vielleicht auch ein bisschen runterschrauben. Ja, das Schöne daran ist eigentlich, dass es mir danach immer besser ging, weil ich gemerkt habe, also ich habe nicht einen auf Mitleidstour gemacht und habe mich, konnte in dem Moment auch komischerweise wirklich abschalten. Und wir haben uns sehr gut verstanden, genauso wie früher eigentlich auch. Aber du musst ihm letztendlich aber auch signalisieren, dass du dich das auch okay findest im Moment, auf diese freundschaftliche Basis zu gehen. Nicht, dass er immer so denkt, ah, sie himmelt mich ja doch wieder an in den Stunden und dann fühlt sie sich ganz toll und so. Du musst einfach, ich sag's nochmal, Souveränität für ihn ausstrahlen. Ich glaube, dass du dadurch wieder attraktiv für ihn auch wirst. Ja, also er hat's ja auch gesagt, also die Abende oder so, die er mit mir verbracht hat, wo einfach alles vergessen war, was war und wir einfach wirklich nur auf freundschaftlicher Basis geredet haben, uns gut verstanden haben, gelacht haben, dass das schön für ihn war. Klar, war für mich auch schön. So, Steffi, das ist die Linie jetzt, die musst du fahren. Ja. Ne? Und sieh zu, dass du körperlich wieder richtig gut zur Sache kommst. Ja. Und gesundheitlich auch. Ja. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Morgen haben wir ein Thema, Leute. Morgen heißt unser Thema, das kann ich nie wieder gut machen. Das ist ja eine große Sache, wenn man das von sich aus sagt. Das kann ich nie wieder gut machen. Ich trage eine Schuld, vielleicht eine große Schuld. Ich habe das und das getan oder ich habe das vielleicht das und das unterlassen zu tun. Und aufgrund dessen sage ich, das kann ich nie wieder gut machen. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, vielleicht sind es auch Dinge, über die ihr noch nie sehr oft geredet habt mit Leuten. Vielleicht weiß es auch gar niemand. Das ist das Thema morgen. Das kann ich nie wieder gut machen. Heute Abend aber Feierthemennacht, wie immer montags. Und jetzt bin ich verbunden mit Alexa. Und Alexa ist 19 Jahre alt. Hallo. Also mein Thema ist unmoralisches Angebot. Alexa hat ein unmoralisches Angebot bekommen oder gemacht? Bekommen. Erzähl. Also letzte Woche halt mit einem Kumpel, den ich schon 16 Jahre jetzt kenne. 16 Jahre ist gut, aus dem Sandkasten.
Ja, also er war schon früher ein bisschen älter. So. Und jedenfalls mit Verstand auch immer gesehen. Und dann halt letzte Woche haben wir telefoniert und hat er dann nur das zu mir gesagt. Also er muss mich was fragen, schreibt er mir als SMS. Ja. Exit, alles klar. So, und dann hatte ich dann halt die SMS, würdest du einmal mit mir poppen für 100 Euro. Ich muss eben kurz fragen, wie war denn so der Kontakt? Du kennst ihn so lange schon. Wie war der Kontakt in den letzten Jahren oder Monaten? Na, wir haben uns mal gesehen, so ein oder zweimal im Jahr. Ach so, so wenig. Weiter wegkommt. Ja. Du bist Berlinerin, ne? Das höre ich schon. Ja. Ja. Naja, und jedenfalls kam er dann her oder ich war mal bei ihm, also bei seinen Eltern, weil meine Eltern nicht befreundet sind mit seinen Eltern. Ja. Und dadurch kam auch der ganze Kontakt. Und ja, dann habe ich ihn auch halt geschrieben, dass es zu wenig ist. Also, hör mal, was hast du denn da gedacht, wenn du so eine SMS bekommst? Darf ich mal mit dir für 100 Euro? Was hast du da gedacht? Verarscht er mich oder hast du gleich gedacht, er meint das ernst? Also ich habe es gleich gewusst, dass er es ernst meint, weil er schon mal die Andeutung gemacht hat. Er war auch schon in mich verliebt und ich habe immer abgeblockt, weil er auch nicht mein Typ ist. Mhm. So, dann hast du gedacht, also ich bin, also so billig bin ich nicht zu haben, hast du da gedacht? Ja, und so bei den 200 habe ich dann gesagt, ich überlege, ich schlafe mal eine Nacht drüber. Naja, und jedenfalls habe ich ihn dann nochmal geschrieben, ich weiß halt nicht, ob ich das mache oder nicht, also näher 250. Naja. Wie, hast du geschrieben oder eher 250? Er hat ja geschrieben. Ja, neues Angebot, 250. Ja, das ist auch sein letztes Angebot und ich sag mal, ist auch eine Menge Geld, ich könnte es auch sehr gut gebrauchen. Ja. Hast du einen Freund? Nee. Nee. Aber dieser Typ ist eigentlich ein ganz guter Freund von dir. Ja, ein guter Freund. Naja, nee, ein guter Bekannter, sagen wir es so. Ja, ist besser. Ja. Er ist äußerlich nicht dein Typ, nee, und aber du musst nicht anfangen zu würgen, wenn du ihn siehst, so nicht. Nee, also jetzt Ekel ist da nicht, ansonsten hätte ich gleich gesagt, nee, ist nicht. Ja. Ich sag mal, ich bin nicht von da ganz von abgeneigt, weil ich überlege schon, also die ganze Zeit schon. Bist du arbeitslos im Moment oder? Nein, ich habe momentan eine Pause eingelegt. Also ab September fange ich auch wieder an und ja, da wäre es ganz praktisch für den Urlaub. Ja. 250 Euro für was eigentlich genau? Einmal so das normale Programm oder eine ganze Nacht oder? Na, ich habe ihn gefragt und er ist für einmal halt normal. Einmal normal. Wir müssen das muss man natürlich genau aushandeln, ne? Wie die Professionellen das auch machen. Was heißt normal? Oral auch oder wie? Nee, also ich habe ihn halt gefragt, was er für Vorstellungen hat. Ja. Hat er gesagt, halt bloß immer mit mir schlafen. Ich so, naja, gut, dann mit Kondom und ohne Blasen und so, weil ist nicht. Ja. Hat er geschrieben, ist in Ordnung. Ja. Ist ja schon ein bisschen lustig auch, ein bisschen komisch, ne? Ja, ich sag mal, er könnte das auch wieder haben, sag ich mal, er könnte ja einfach zu einer Nutte gehen. Hey, er will ja dich haben. Wahrscheinlich geht es ihm gar nicht großartig, einfach nur seinen Sex abzureagieren, sondern er will es mit dir haben. Aber warum will er das nur mit dir haben? Ist er wahrscheinlich immer noch verliebt in dich oder ist so scharf auf dich, dass er kommt sonst nicht an dich ran und jetzt will das mit Geld machen. Ja, so kann man sich erklären. Wie, warum sonst? Ja, da weiß ich nicht so recht, ob ich das mit meinem Gewissen auch vereinbaren kann. Ja. Also, man kann das natürlich so auf die ganz lockere Art nehmen und sich ein Späßchen draus machen. Aber wenn du das ja schon so für dich formulierst, kann ich das mit meinem Gewissen vereinbaren. Ja. Es hat natürlich immer so ein bisschen was von, ich verkaufe mich, ne? Ja, deswegen, ich sag mal, ich mache gerne Sex, halt kein Problem damit. Ich hatte auch schon viele Männer gehabt in meinem Leben und auch viel ausprobiert und so und ich stehe auch nicht so auf den Blümchensex. Sondern? Naja, schon, sage ich mal, SM Richtung. Ich hab's mir gedacht. Ich hab's mir irgendwie gedacht. Ich kann's nicht sagen, warum, aber ich hab's irgendwie so, das war so Vibration irgendwie hier zwischen Köln und Berlin. Na gut, aber das ist ja auch ein anderes Thema. Also die Grundfrage ist jetzt, sollst du es tun? Und wenn du es tust, hast du ein schlechtes Gewissen hinterher, weil du dich irgendwie doch weil du dir billig vorkommst? Also nicht, weil das nur 250 Euro sind, sondern überhaupt, dass du dich auf sowas einlässt? Ja, also schon, dass das auch irgendwann mal rauskommt, weil ich sage mal, Männer, die können doch nicht so dicht halten. Mhm.
Nee, wenn, dann müsste das einfach nur so als großer Spaß zelebriert werden und du müsstest auch drüber reden und sagen, hey Leute, hier, schräge Nummer, ich habe das mal gemacht und so und schwamm drüber. Ich glaube, das ist nur okay, wenn man das nicht ernst nimmt. Aber wenn man anfängt, das ein bisschen ernst zu nehmen, und ich habe fast den Eindruck, das würdest du tun, ich glaube, dann ist es nicht okay, das zu machen. Ja, ich sag mal, ist meine Erfahrung wieder wert. Ich sag mal, ja gut, aber was ist das für eine Erfahrung? Das ist ja... Aber jetzt so, ich sag mal, Geld, das reizt mich schon sehr doll. Da wollte ich jetzt nochmal drauf hinaus. Das sind 250 Euro. Ich denke immer noch in D-Mark, 500 Mark, kann ich mir noch besser vorstellen. Ist es so dringend nötig, das zu haben? Ja, also schon. Also für Urlaub oder für die Urlaubskasse zumindest? Nein, das würde schon reichen für den Urlaub. Würde schon reichen für den Urlaub? Ja. Ja. Wohin fährst du in den Urlaub? Ja, dann würde ich nach München fahren. Ach so. Ach, Alexa, schwierig, Mensch. Schwierig. Also wenn du denn mit dir ganz im Reinen wärst, würde ich sagen, komm, mach's mal. Okay, so what? Du hast keinen Freund und so, aber du hast irgendwie so Bedenken. Und wenn man diese Bedenken hat, sollte man das ernst nehmen. Weil wenn du dich hinterher mies fühlst, dann bringen die 250 Euro auch überhaupt gar nichts. Die bringen überhaupt gar nichts. Dann ärgerst du dich und fühlst dich irgendwie dreckig oder weiß ich was. Und ja, aber ich sag mal, ich hatte ja schon mal so eine Situation, ja, wo mir halt mal ein Kerl 250 Mark auf den Tisch gepackt hat. Ich sag mal, es war irgendwas anderes, aber es kam mir schon auch ein bisschen komisch vor. Mhm. Und dann, sag ich mal, er hat auf den Tisch gepackt, dann sind wir ins Bett gegangen. Ach, du hast das ja schon mal die Erfahrung gemacht. Und ja, aber ich sag mal, ich war auch mit denjenigen zusammen. Also das war schon wieder was anderes. Aber so ein bisschen auch schon, also Sex für Geld war da schon, kann man sagen. Ja, also. Und das waren nur 50 Mark oder was waren das? Ja. Und wie hast du dich dabei und hinterher gefühlt? Ich sage mal, ich war auch mit demjenigen zusammen, also. Eigentlich umso schlimmer, wenn man dann noch Geld nimmt und kriegt. Ja, ich war noch jung, ich sag mal, er war alt, oh, er war auch schon ein bisschen älter. Egal. Und dann halt Handy, Telefon, dann Telefonkarte, dann hier kauft er ihn und so. Wie hast du dich gefühlt hinterher, als du das gemacht hast? Ja, ist schon ein bisschen komisch. Eher schlecht? Ja, nicht schlecht, das ist komisch. Also. Ja, was heißt komisch? Komisch heißt dann doch ein bisschen schlecht oder ein bisschen mies, ja, oder? Ein bisschen überlegt halt. Überlegt? Ja, naja, warum und wieso hat er die jetzt Geld gegeben? Und warum hast du es gemacht? Ne, das war die Überlegung vielleicht. Ja, warum ich das überhaupt angenommen habe. Ja, aber die Frage ist, ich habe mich komisch gefühlt. Im Sinne von, ich hatte einen schalen Nachgeschmack, so für mich selbst dabei. Naja, ist jetzt schlecht. Also ich sag mal, das war schon eine komische Situation, sagen wir mal lieber so. Ach, und jetzt wieder so eine Situation. Jetzt wieder. Ja. Ich finde diese erste Situation eigentlich verwerflicher, muss ich dir sagen, Alexa, als dieses jetzt hier. Wenn du mit dem eigentlich zusammen warst und dann so eine Nummer abgeht, finde ich eigentlich richtig, richtig beschissen, ehrlich gesagt. Ja, ich habe deine Stimme gesagt, er hat mir einfach so jemanden. Ja, dann hättest du nicht mitmachen sollen. Aber egal, das ist jetzt Vergangenheit. Sag mal, es ist eine Menge Geld. Und ja, das Geld darf aber nicht ausschlaggebend sein. Ich sag mal, ich schätze noch so ein, dass er auch halt nicht so der Mann ist, also dass er nicht so sein Mann steht. Und sag mal, wird der bestimmt bloß auch kurz sein, der nietet ja. Also du machst dir die Hoffnung, dass die Sache schnell über die Bühne ist. Genau. Ja, ist aber auch keine Lösung, sich darauf zu hoffen. Es könnte auch ganz anders ausgehen. Ja, aber ich sag mal, das ist mittlerweile auch ein bisschen mit Spaß an die ganze Sache. So, sag mal, mach mir schon mal Gedanken. Ich bin völlig hin und her gerissen, muss ich ja sagen. Ich tendiere aber im Moment zu sagen dazu, nee, mach's nicht. Nicht aus moralischen Gründen, sondern weil ich glaube, dass du dich nicht richtig ordentlich fühlst danach. Weil da zu viel Bedenklichkeiten doch irgendwie im Spiel sind. Und zu wenig Leichtigkeit. Nach dem Motto, ach, witzig. Okay, komm, machen wir. Ja, gut, aber ich sag mal, ich fühle mich auch schon komisch nach dem One-Night-Stand, sage ich mal. Da habe ich auch dann schon wieder meine Bedenken. Und ja, aber das ist was anderes. Da geht es nicht um Geld. Da hast du auch deinen Bock zu und hast auch mit die Initiative ergriffen. Und das ist ein anderes Spielfeld, finde ich.
Wir machen mal Folgendes, Alexa. Also meine Tendenz geht im Moment dazu zu sagen, nee, mach's nicht. Wir haben ja sehr kritische, aufmerksame Zuschauer und Zuhörer. Ich möchte euch bitten, doch zu versuchen durchzukommen, jetzt noch während der Sendung. Und eure Meinung zu sagen, was Alexa tun soll. Und Alexa, du bleibst am Fernseher und hörst dir das mal an, was die Leute so sagen. Und vielleicht kommt da der eine oder andere Aspekt noch zum Tragen, der dir so den Kick gibt in die Richtung oder in die Richtung. Okay, machen wir es so? Alles klar. Schönen Gruß nach Berlin. Ja, mach ich. Tschüss. Okay, tschüss. Ja, also ruft bitte an und sagt eure Meinung, was Alexa tun soll. Soll sie dieses unmoralische Angebot annehmen für 250 Euro mit diesem Bekannten, mehr oder weniger Bekannten in die Kiste zu steigen? Oder soll sie es, weil sie ja doch irgendwie so ein bisschen zwiegespalten ist und sich vielleicht dann doch nicht so ganz toll vorkommt danach, soll sie sagen, nein, ich verzichte auf die Kohle, ich verzichte auch darauf, nach München zu fahren oder wohin auch immer und kann mir aber klar ins Gesicht gucken. Was soll Alexa tun? 0800 220 5050, Telefonnummer, Faxnummer 0800 220 5051. Wenn ihr faxt, bitte nicht eure Telefonnummer vergessen. Und die E-Mail-Adresse 1live.domian@wdr.de. Was soll Alexa tun? So, bis die Anrufe hier eintrudeln, geht's weiter mit Hendrik. Und Hendrik ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Hendrik. Ja, hallo. Ja. Also. Halt, ich muss dich jetzt zuerst fragen, bevor wir zu deinem Thema kommen. Du hast das gerade mitgehört, ne? Ja, so halb. Was soll sie tun? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, worum es geht, weil ich habe den Anfang nicht mitbekommen. Okay, es ging darum, Alexa hat ein Angebot bekommen von einem etwas weitläufigen Bekannten, oder von einem Bekannten, für 250 Euro einmal mit ihm in die Kiste zu steigen. Hm. Soll sie es machen, soll sie es nicht machen? Naja, also, es kommt halt ganz auf sie an, würde ich sagen. Also. Na klar. Ich kann es echt nicht so... Nee, du kannst es nicht sagen, weil du das Gespräch dann nicht ganz mitgekriegt hast, ne? Und hast auch nicht so ihre Stimmung mitgekriegt, verstehe schon. Ja, das ist leider so. Also, ich weiß jetzt auch nicht, wie sie dazu steht, zu dem Thema und so. Ja. Und woher sie ihn kennt und so. Ja, okay, dann lassen wir das sein und gehen über zu deinem Thema, Hendrik. Um was geht's? Also, ich rufe an, weil ich mal... Ich muss kurz erklären, worum es geht. Also, ich habe eine Sendung von dir vorher gehört, einen Ausschnitt aus dem Internet. Mhm. Und das Thema war, schätze ich mal, Fetisch. Und da hat einer angerufen und hat halt ganz normal erzählt und dann war die Zeit zu Ende und er hat ganz kurz noch seinen zweiten Fetisch erwähnt. Ja. Und zwar waren das Zahnspangen. Ja, ja, ich erinnere mich. Echt? Ist doch schon eine Weile her, eine ganze Weile her. Ja, ziemlich lange her muss es gewesen sein. Ja. Und da warst du ja sehr, also erstaunt drüber und konntest es kaum fassen und so. So war's. Genau, und ich rufe jetzt an, weil bei mir ist genau dasselbe. Ich stehe auch auf Zahnspangen. Ich wollte sagen, du bist auch Zahnspangen-Fetischist. Genau. Das finde ich abgefahren, muss ich immer noch sagen. Wirklich? Ja, kann ich mir vorstellen, weil... Das ist ungewöhnlich, das machen bestimmt nicht viele Leute. Bitte? Das ist ungewöhnlich, glaube ich, das haben nicht viele Leute als Fetisch. Nee, also nicht wirklich viele. Also es gibt schon ein paar Leute im Internet, die sich da so zusammenfinden. Ja? Ich kann es auch selbst nicht ganz nachvollziehen bei mir, aber ich stehe halt einfach drauf. Also, ich assoziiere mit Zahnspange so Schulzeit, unsympathische, pubertierende Mitschülerinnen, die dann irgendwelche komischen Zahnspangen im Mund hatten und wir Jungs sind immer laufen gegangen, weil wir mit denen nichts zu tun haben wollten. Ja, kommt mir auch noch bekannt vor so, aber irgendwann hat sich das halt geändert bei mir. Ja, also, hast du denn früher, fangen wir mal früher an, hast du als Junge oder als Kind mal eine Zahnspange tragen müssen? Nee, ich sollte immer eine bekommen, schon mit 7 Jahren sollte ich eine bekommen, aber ich hab's also nie geschafft, weil ich hatte Angst vorm Kieferorthopäden. Ja. Und ich habe es halt, bis ich 19 war, habe ich es nicht geschafft, eine zu bekommen. Und ich war aber schon vorher irgendwie begeistert davon. Warum? Und warum begeistert? Das ist jetzt die Frage. Warum als Jugendlicher schon begeistert von einer Zahnspange? Also so genau wusste ich das nicht. Also man muss auch unterscheiden zwischen lockeren, also zum Rausnehmen, und festen, die halt die normalen festen. Ja, wir reden über die zum Rausnehmen, ne? Genau, auf die festen stehe ich nicht. Ja. Und ich kann es mir, also da konnte ich es mir noch überhaupt gar nicht erklären und das ist dann einfach so gekommen, ungefähr mit 18 Jahren, habe ich gemerkt, ich stehe drauf. Und du hattest aber vorher auch noch nie eine mal so kurz im Mund gehabt? Nee, ich wollte das mal. Das ist ja also verrückt. Und dennoch hast du in dir irgendwie gespürt, dass du drauf stehst? Ja, also damals noch nicht so, aber ich hatte irgendwie, ich war begeistert davon. Ich wollte dann auch unbedingt eine haben, aber ich hatte halt so eine Angst vor dem Kieferorthopäden. Mhm.
Und gut, halt, also du hast latent diese Sehnsucht in dir gespürt, diese Neugierde. Ja. Und damit, was hast du mit 18, 19 zum ersten Mal? Genau, da habe ich halt im Internet gesucht, was für Chancen ich noch habe, eine zu bekommen. Und da ist mir erst so richtig bewusst geworden, dass ich darauf so stehe halt. Wie alt warst du genau, als du die erste im Mund hattest? 19, würde ich sagen. Also vor einem guten Jahr? Ja. Mhm. Die hast du dann auch dir irgendwie über dubiose, dunkle Kanäle besorgt, oder wie? Ja, sozusagen Secondhand. Aber passt die denn dann? Die muss man doch richtig anpassen in deinem Zahn. Ja, genau. Also das passt natürlich überhaupt nicht, aber man hat halt irgendwie schon mal ein Gefühl davon. So, jetzt die absolute Grundfrage ist ja, du hast eine Zahn, die hast du nur oben drin, oder oben und unten? Ja. Wie ja? Oben und unten? Ach so, ja, beide. Beide, genau. Hm. So, wenn du dir die beiden Sachen reinpfeifst, ja, heißt das automatisch, dass du dadurch eine Erotisierung empfindest? Richtig. Ach. Das hört sich sehr unverständlich an. Sehr. Kann ich mir vorstellen. Also du nimmst diese Zahnspange im Mund und wir sagen es ganz plump und du wirst dann geil. Richtig. Abgefahren. Oder wenn zum Beispiel ein Mädchen eine im Mund hat. Ja. Aber das kommt seltener vor, weil ich bin halt nicht mehr im Alter so, wo die Leute, mit denen man zu tun haben, welche haben. Eben, genau. Man ist eher jüngere Leute dann. Richtig. Was, wie stelle ich mir das dann vor? Du machst es dir dann richtig nett mit deiner Zahnspange und onanierst dabei, oder wie? Ja, Komfort zum Beispiel. Also man muss dazu sagen, am besten ist es natürlich, wenn man sozusagen den Befehl bekommt, die zu tragen. Also normalerweise kommt es vom Kieferorthopäden ja aus, ja, dass man die halt tragen muss. Aber sonst, ich weiß nicht, ich chatte ja auch mit manchen Leuten. Ja. Und die wissen auch davon und dann, ach so, dann sagen die mir zum Beispiel, ich muss jetzt reinmachen. Dann und das ist besonders schön. Ja, natürlich, na klar. Wenn ich jetzt sagen will, Hendrik, jetzt gehst du mal rüber ins Bad und holst die Zahnspange und tust die jetzt rein, das wäre schon ziemlich scharf für dich, oder? Ja, also jetzt in dem Fall gerade nicht so, aber normalerweise schon. Wie lange trägst du die immer so am Tag? Oder trägst du sie überhaupt täglich? Es kommt eigentlich gar nicht täglich vor. Ich würde so sagen, einmal die Woche oder so, weiß ich jetzt gar nicht. Also früher war es schon häufiger, aber ich muss dazu sagen, ich habe jetzt eine feste Spange. Ach, du hast eine feste? Genau. Wie, das heißt, du hast im Moment eine im Mund? Richtig, aber ich stehe halt nur auf lose, auf feste nicht. Aber warum hast du denn eine feste, wenn du nicht auf feste stehst? Ich kann noch eine haben, so mit 19 oder 18 habe ich im Internet gesucht und es war halt leider nur noch eine feste möglich. Und ich habe wirklich schiefe Zähne gehabt auch. Ja. Und jetzt habe ich halt die bekommen vom Kieferorthopäden und heißt das, aber du hast die andere auch noch? Ja, das passt natürlich mit der Feste noch schlechter zusammen. Ist die Feste unten oder oben? Oben, also beides. Beides? Ach so, das heißt also, du hast die permanent, jetzt du trägst die permanent. Richtig. Und kannst die andere gar nicht, die lose, die du eigentlich schöner findest, kannst du gar nicht verwenden. Nee, das ist das Problem. Also man kann die höchstens so halb reinmachen oder so, aber mehr geht leider gar nicht. Aber das bedeutet, dass du jetzt in diesem Moment auch die Feste trägst? Ja, also die kann man auch nicht rausnehmen. Aber man hört das gar nicht? Nee, bei Festen hört man das ja auch gar nicht, das ist nur bei Losen. Also. Aber das würde doch bedeuten, dass du permanent irgendwie scharf bist? Nee, das Problem ist, ich stehe gerade nicht auf Feste, nur auf lose Spannung. Und die hat jetzt eine rein medizinische Ursache? Genau, die ist jetzt halt rein medizinisch und wenn ich die los bin, bekomme ich automatisch vom Kieferorthopäden eine lose. Das hat einen und da freust du dich drauf? Ja, auf jeden Fall. Na, das sind ja Geschichten, Mensch. Ja. Wie lange musst du die Feste tragen? Insgesamt 2 Jahre, jetzt noch bis Ende des Jahres irgendwann. Ja, aber das ist doch die Hölle. Das heißt, du kannst all die ganze Zeit die andere gar nicht verwenden, die du eigentlich schön findest. Ja, ich finde es auch nicht so schön. Also davor hatte ich die ja schon, die lockeren, die ich mir bestellt habe sozusagen, und dann ging es auf einmal nicht mehr. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt das alles nachrechne, hast du ja gar nicht viel Zeit verbringen können mit der lockeren Zahnspange. Richtig, also es war ein halbes Jahr oder so. Naja, und dann muss ich halt warten, dann kriege ich halt die und man kann sich ja noch welche anfertigen lassen von Zahntechnikern. Mhm. Kostet zwar einiges, aber dann kann man halt seine ganzen Wünsche dann... Also hinterher die Lose dann? Ja, genau. Ja. Und das oder noch eine extra halt. Also man schreibt alle seine Wünsche per E-Mail oder so hin und dann fertigt er die an. Was gibt's denn da so für besondere Wünsche? Naja, also so, es gibt ja zweiteilige, einteilige, dann gibt's auch so Sachen, die man sich so um den Kopf machen kann, diese Gesichtsbögen da. Um den Kopf? Gesichtsbögen? Ja, so komische Bänder, die macht man so um den Kopf rum, damit die so
Kennst du es nicht? Nee, also, kenn ich nicht. Das ragt dann hier was aus dem Mund raus und geht um den Kopf rum, oder wie? Sozusagen, ja. Also das ist dann wirklich reiner Fetisch, ne? Das ist reiner Sex. Nee, das gibt's auch medizinisch. Also das gibt's auch medizinisch? Ja, es wird sogar relativ häufig verwendet eigentlich. Hendrik, weiß das überhaupt jemand von dir, von deinen Freunden, Kumpels? Ja, also aus dem echten Leben sozusagen, also nicht Internet, weiß es ein Freund. Ein Freund. Und ja. Wie hat er darauf reagiert, als du es erzählt hast? Ja, also er musste es schon ganz schön aus mir rausquetschen, weil ich mich da verplappert habe und dann, weiß nicht, dann hat er es erstmal überhaupt gar nicht verstanden und so musste ich ihm auch 10-mal erklären erst und so. Ja. Der fand es total lustig eigentlich dann. Das Problem ist ja wirklich, wie du auch selbst zugibst und gerade auch gesagt hast, man kann das ja eigentlich nicht erklären, ne? Ja. Man kann es nicht erklären, warum man das geil findet, so ein Ding im Mund zu haben. Ja, genau. Also eine Erklärung wäre halt, dass man sozusagen den Befehl dazu bekommt, das tragen zu müssen. Mhm. Also ich stehe auch so auf SM, also in die Richtung. Heute rufen nur so Leute an. Ja, ich weiß auch nicht. Also geht auch so in die Richtung und naja. Also der Ober... Hast du eine Freundin im Moment? Nee, habe ich nicht. Also der Obertraum wäre, eine Frau zu finden, der du das offenbaren kannst? Ja. Und die dann irgendwann im befehlenden Ton sagt, die Zahnspange rein jetzt. Sozusagen, oder ja. So, ne? Das wäre nicht schlecht. Das wäre toll. Und es wäre sicher auch sehr cool für dich, wenn die auch eine tragen würde, ne? Ja, das wäre natürlich das Genialste überhaupt. Also zur Not kann man ihr ja eine zum Geburtstag schenken oder so. Kann man küssen mit Zahnspange? Habe ich ehrlich gesagt noch nicht probiert, aber ich schätze mal, es geht. Also ich habe noch... Also mit einer festen ist klar, ne? Kann ich mir schon vorstellen. Aber so eine lose, das klappert doch alles hin und her und... Ja, also so lose sind die auch nicht. Also man kann sie zwar rausnehmen, aber die sitzen eigentlich recht fest drin. So. Wie reinigt man Zahnspangen? Legt man die in Kukident? Wie geht das? Auch ich weiß nicht so genau. Ich habe ja noch nicht so praktische Erfahrungen jetzt, aber sonst halt so mit Wasser und einer Zahnbürste oder so ein bisschen putzen. Ja. Ja, also klingt befremdlich für uns langweilige, normale Menschen. Ja, so langweilig auch nicht, aber eher... Aber ist okay. Aber ist okay. Wenn du drauf stehst, das find ich absolut okay. Und so ein bisschen hast du es uns jetzt versucht zu, sagen wir mal, näher zu bringen zumindest. Genau. Und immer, wenn wir jetzt irgendwie etwas ältere Leute mit Zahnspange in der Stadt sehen, also ältere meine ich dich jetzt auch mit, dann kann man so in die Richtung tippen, ne? Das ist auch einer, kann man dann denken. Ach so, ja, das könnte sein. Aber ich kenne auch einige, die so mit 40 teilweise noch welche haben. Also halt auch nur aus dem Internet. In echt kenne ich die nicht. Wie, die mit 40 dann auch noch aus medizinischen Gründen sowas tragen müssen? Ja, das geht auch. Also bis 50, glaube ich. Ah ja. So das Maximum oder so. Jetzt mal ganz weit gesponnen. Du bist jetzt erst 20. Ja. So die Vorstellung, wenn du mal ein alter Mann bist und hast ein Gebiss, wäre das für dich auch eine tolle Sache? Das weiß ich nicht. Das kommt darauf an, wie sich das anfühlt. Also es geht sehr viel darum, wie sich das anfühlt, also wenn man das drin hat. Und das müsste ich ausprobieren, aber ich hätte es mal eher nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ja. Also ich finde, du bist ein sehr sympathischer Zahnspangenfetischist, Hendrik. Schön, dass du angerufen. Schön, dass du angerufen hast. Ja. Und alles Gute. Ja, und ich wünsche auch noch eine schöne Sendung. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Alexander, 20 Jahre, guten Morgen. Ja, hallo. Ja, Alexander. Bin ich jetzt dran, ja. Du bist jetzt dran. Schön, dass ich mal durchgekommen bin, ja. Und was geht's? Es geht um Folgendes. Vor zwei Monaten bis Vierteljahr war mal ein Thema dran, jetzt reicht's. Und da ging es mir darum, dass niemand angerufen hat wegen dem Spritpreis. Aha. Folgendes. da sagst du jetzt, ja, hier, Berlin, Kanzler, jetzt fällt hier gleich meine Lampe um. Ja, naja. Also es sind wirklich schon viele Steuern drauf, ne? Ja. Und ich meine, gerade Auszubildende oder so, die können sich das kaum leisten. Wenn sie jetzt auf die Arbeit fahren müssen und dann am Wochenende vielleicht nochmal ins Kino oder in die Disco wollen, ist schon ziemlich teuer. Ja. Und genau dasselbe Problem hatte ich auch gehabt, wie ich in der Ausbildung war. Ja. Oh, ich bin ein bisschen aufgeregt. Macht nichts, erzähl. Und ja, dann bin ich dann hergegangen, habe einen alten Kadett geschenkt bekommen, einen Diesel. Mhm. Und dann habe ich angefangen zu experimentieren. Ja. Dann bin ich zum Aldi gefahren, habe Pflanzenöl gekauft, habe das reingeleert, er ist gelaufen damit. Als ich vorgefahren habe, hat er Probleme gehabt, also nur 100% Pflanzenöl hat er Probleme gehabt. Ja. Dann. Also das war aber ein ganz normaler Benziner. Nein, Diesel. Ach, das war ein Diesel. Habe ich jetzt gar nicht beim richtig. Beim Benziner geht es überhaupt nicht. Ja. Das hängt von der Verbrennung, von der Zündung und so weiter. Der Diesel ist ein Selbstzünder und dann, das geht ein bisschen ins Detail, das will ich jetzt nicht sagen. Mhm. Also, das hat dann funktioniert, dann habe ich ein paar Probleme bekommen, dass das Öl nicht so richtig durch den Filter durchgekommen ist. Ja. Dann habe ich angefangen zu experimentieren. Ja. Dann sind
bin ich auf den Schrottplatz gegangen, habe mir von VW Ölfilterhalterung geholt für die Motorölfilter mit Öl, Ölkühler. Habe die Ölkühler umfunktioniert zur Ölheizung, so, damit das Pflanzenöl aufgeheizt wird. Dadurch kriege ich es gut durch die Filter durch. Also ich habe zwei Filter drin, größere Filterfläche, kleinerer Widerstand, läuft es besser. Ja. So, dann für den Winter eine Standheizung mit Zeitschaltuhr und Funk, also Telestat noch dazu. Ja. Und im Winter muss ich halt vorheizen, so je nachdem, nach wie die Außentemperatur ist, viertel, halbe Stunde. Und dann springt das Ding einmal frei an. Also ich fahre im Moment pur. Also im Klartext heißt das, du hast ja ein Auto zusammengebastelt, das mit Öl fährt. Mit reinem Pflanzenöl. Mit reinem, mit reinem Pflanzenöl, so meinte ich das auch. Mit reinem Pflanzenöl. Ja, aber nur ist reines Pflanzenöl, ich bin nicht so bewandert gerade, was die Aldi-Preise anbelangt, ja doch auch nicht so billig, ne? Wenn du da mit Livio oder... Genau, ganz genau. Und zwar der Aldi-Preis ist dann immer höher geworden, immer höher, fast angeglichen an Diesel. Dann bin ich hergegangen, habe mich mal umgeguckt. Ja. Da kann man sich auch im Internet drüber informieren, über, ich glaube, biotanke.de ist das. Ja. Da sind dann die ganzen Biobauern aufgeführt, wo kaltgepresstes Rapsöl verkaufen. Ach. Das habe ich mir dann geholt für 60 Cent der Liter. Und dann bin ich jetzt bis vor 2 Monaten, war das ungefähr, habe ich mir gedacht, Mensch, das muss doch noch billiger gehen. Ja. Dann bin ich mal an die McDonald's, also an die McDonald's Filiale herangetreten, habe mal gefragt, wie es da aussieht mit dem Frittierfett, was die für ein Fett verwenden. Und ach so, das alte quasi, was die nicht mehr brauchen. Ganz genau. Und haben die es locker gemacht? Also der Deal war am Anfang, ich zahle 5 bis 10 Cent für einen Liter. Ja. Dann bin ich, also... Na, das ist ja auch... Das ist ja eine verrückte Idee. Bitte? Ja. Das ist ja wirklich eine verrückte Idee. Das heißt, du tankst bei McDonald's. Genau. Und du tankst günstig bei McDonald's. Ich tank umsonst bei McDonald's. Mittlerweile umsonst? Kein Cent für Liter. Na, wenn das mal Schule macht. Weil die froh sind, dass die das Öl los sind? Nein, also ich habe einen Deal gemacht. Die sind in die Filiale, wo ich es hole, ist in einer Kurstadt, ziemlich bekannt. War vom Hochwasser heimgesucht dieses Jahr. Ja. Bad Kissingen. Ja. Und die Stadt stellt sich halt ein bisschen quer gegen Werbung von McDonald's, weil es nicht ins Stadtbild passt. Ja. Dann hat der Chef zu mir gesagt, du pass auf, wenn du von privaten Leuten uns Plätze organisierst, wo wir Werbung hinhängen können, dann kriegst du das Fett weiterhin. Ach so, also ist es ein richtiger kleiner Deal sozusagen. Ne? Kann man. Und jetzt fahre ich halt umsonst. Und das funktioniert. Da sind 7 Millionen Fritten drin gebraten worden. Und jetzt tut es noch den Zweck, dass dein Auto damit fährt. Ja, ich filter das. Also das läuft erst durch ein Tuch durch. Ist natürlich auch viel, ist das nicht viel Umstand und viel Dreck, was man da... Also ich habe genug Platz daheim und ich wohne auf dem Land. Da geht es schon. Verbraucht das Auto auch weniger von diesem Treibstoff als von normalem Treibstoff? Weniger? Ja, frage ich so. Nein, genau derselbe Verbrauch wie mit Diesel auch. Habe ich. Also wenn ich normal richtig schön low fahre, haben denn die kommst du auf 1,5 Liter bis 6,5 Liter. Ja. Haben die denn in der Filiale, wo es die Hamburger gibt, auch immer genügend zur Verfügung, wenn du was brauchst? Das reicht vollkommen. Ja. Aber wenn du erstmal eine Weiterreise machen willst, wir stellen uns mal vor, du wirst. Also wir sind schon am Überlegen für die Fußball-Europameisterschaft 2006. Ja. Nee, wann? 2004 ist es. In Portugal sind wir schon am Überlegen, ob wir nach Portugal Luna fahren. Dann nehme ich mir halt 3, 4, 5 Kanister mit, 50 Liter Kanister und dann pflanze es ohne Probleme. Also ich bin letzten Winter Österreich, Frankreich, da bin ich überall hingefahren. Und hat es alles bei dir, so als Reserve? Genau. Ja, also das ist natürlich eine sehr schöne Idee. Und ich könnte mir vorstellen, dass McDonald's in Bredouille kommt, wenn du viele Nachahmer findest. Ne? Dann wird es schwierig. Das ist schon ziemlich, also aber es gibt ja auch noch viele andere. Es gibt ja, man kann ja an jeder Frittenbude letztendlich kann man ja versuchen, da ein bisschen was zu holen. Nein, also es muss ein flüssig, also im kalten Zustand muss das Fett flüssig sein. Darum dreht sich, damit es unfähig ist. Also so einfach ist es doch nicht alles. Ja, auf jeden Fall, du kannst jetzt billig Auto fahren. Das ist doch wunderbar. Ja. Kriegst sicher auch ab und zu mal einen Hamburger umsonst, oder? Ja. Siehst du? Also. Um was es mir noch geht. Ja. Mit dem reinen Pflanzenöl.
viele fahren einen alten Golf oder wie gesagt einen Kadett oder einen Passat. Mhm. Diesel muss es sein, mit Vorkammermotor, ist klar. Mhm. Wie gesagt, biotanke.de kann man sich informieren, Biobauern, kaltgepresstes Rapsöl. Ja. Wer nicht umbauen will, 50% Pflanzenöl, 50% Diesel, funktioniert einwandfrei. Gut, also man kann sich erkundig machen im Internet, wenn man da interessiert dran ist. Genau. Das war, ja? Ja, wie gesagt, halt beim Aldi dann noch. Ja, ja, genau. Also das war der pfiffige 20-jährige Alexander, der bei McDonald's tankt. Ja, noch was. Kann ich noch schnell was loswerden? Aber ganz kurz. Ja, mit dem Tankerunglück, was vor einem Vierteljahr passiert ist, Küstenverseuchung und so weiter. Ja. Wenn das mit Pflanzenöl passiert wäre, ich will auch ein bisschen so jetzt ein bisschen Richtung Öko gehen, das wäre für die Umwelt überhaupt kein Problem gewesen, wenn das alles Pflanzenöl gewesen wäre. Ne? Guter Hinweis. Oder wenn es zumindest bessere Schiffe wären, die sicherer gebaut sind, aber das dauert ja noch eine Weile, ehe die das international durchbekommen haben. Lieber Alexander, alles Gute und gute Fahrt vor allen Dingen. Tschüss. Jo, tschüss. Björn, 23. Hallo Björn. Ja, hallo. Rufst du zu Alexa an? Was? Rufst du zu Alexa an? Nein. Nein, ich warte auf Anrufe zu Alexa, ihr Lieben. Ich möchte also, eure Meinung wissen. Dein Team hat mich schon danach gefragt, wie es denn wäre, wenn ich so ein Angebot bekommen würde. Also ich habe mal gesagt, also ich würde es wahrscheinlich machen. Ja, also können wir mal kurz drüber sprechen. Du hast es gerade mitgehört, das Gespräch mit Alexa. Ja. Ja, dann deine Meinung, deine Auffassung wäre, du würdest es machen. Also ich würde, also wenn es um mich ginge und jemand würde mir Geld bieten, würde ich es machen, ja. Ja, so, und du hast du Alexa ja auch so ein bisschen mitgekriegt, ihre Stimmung und wie sie so drauf ist. Würdest du es ihr raten? Also wenn sie hundertprozentig hinterher sagen kann, es ist in Ordnung, ich habe kein Problem damit und kein schlechtes Gewissen, dann würde ich es ihr raten. Aber das muss sie hundertprozentig auch sagen, ne? Ja, also sie muss es wirklich sagen, okay, ich mache das und ich habe dann hinterher auch kein schlechtes Gewissen oder sowas. Ja, und nicht 95%, 98%, es muss 100% sein, ne? Ja. Ja. Okay, jetzt zu deinem Thema. Sorry, ich rufe auch wegen so einem, also nicht Fetisch, aber auch in diese Richtung an. Es geht darum, dass ich dominant bin. Mhm. Im SM-Bereich. Ja. Und ich habe einfach das Problem, durch mein Alter nimmt mich eigentlich keiner in der Szene für voll. Ist das wahr? Ja. Ich kenne mich in der Szene nicht aus. Ich dachte immer, dass da ganz junge Leute sind, bis hin zu die reiferen Herrschaften. Ja, ich habe bis jetzt immer versucht, irgendwie übers Internet oder Chats einen Kontakt herzustellen. Mhm. Aber irgendwie, sobald die mein Alter hören, wird abgeblockt. Kann ich eigentlich mir nicht vorstellen. Ist aber so. Also ich habe bis jetzt immer diese Erfahrung gemacht. Also die Erfahrung hast du nur im Internet gemacht oder warst du auch schon mal auf so SM-Partys oder in so Clubs oder weiß ich nicht? Nee, wo? Da war ich jetzt noch nicht. Also die Erfahrung habe ich jetzt noch nicht gemacht. So, das solltest du vielleicht mal machen. Na, dafür bin ich wahrscheinlich ein bisschen zu schüchtern. Aber du bist dann bist du auch nicht dominant, Mensch. Nee, ich bin nicht, sag ich mal, so ein 100% dominant. Also es geht einfach darum... das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, ich weiß, aber ich kann auch lieb und nett sein, so ist es nicht. Ja, das können dominante Leute schon. Das sollten sie normalerweise auch sein. Ich rede jetzt auch stinknormal mit dir. Ja. Aber dann normalerweise, also wenn es um Sachen Sex darum geht, dann bin ich wirklich dominant. Dann kommt das Tier in dir durch. Ja, so ungefähr. Ja, ja, das ist auch eine alberne Formulierung, dass, wenn man sich in diesen SM-Bereich hineindenkt. Da ist ein Dominanzpunkt aus, ne? So ist es halt dann. Ja. Ich finde, dann solltest du aber schon den Mut haben und nicht nur anonym dich im Internet rumtreiben, sondern wirklich mal so in diese Szene gehen, wenn dich das interessiert. Es müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn da nicht auch junge Leute sind. Das glaub ich einfach nicht. Ich glaub's nicht. Ja, also junge Leute in der Hinsicht schon, aber die sind dann... Ja, ja, nee, ich meine, dass die wiederum auch dich dann als jungen Mann ernst nehmen, wenn du entsprechend so gestrickt bist. Das glaube ich nicht, dass das nicht möglich sein sollte. Also gut, live habe ich die Erfahrung jetzt noch nicht gemacht, aber ich habe halt schon oft versucht, Leute zu finden überhaupt in der Hinsicht. Ja. Dass er einem überhaupt, aber sobald die das Alte hören... wird abgebrochen. Ja, also klarer Tipp von mir, Björn, geh ins reale Leben, geh aus dieser Cyberwelt raus und such dir mal wirklich ein paar reale Erfahrungen in Clubs, bei Partys und die werden ja überall in größeren Städten werden die ja veranstaltet und dann siehst du weiter. Ja, das Problem bei mir ist zum Beispiel, ich wohne ziemlich auf dem Land und ich bin nicht mobil, ich habe keinen Führerschein und dann irgendwo hinzukommen, sage ich mal so, abends um 12 fährt der letzte Zug oder Bus oder was auch immer, dann... Gut.
kommt man immer nach Hause. Ja gut, da kann ich auch nicht helfen. Dann musstest du dir irgendwie so organisieren, dass du mal ein Wochenende, weiß ich, nach Amsterdam fährst oder nach Berlin oder da, wo wirklich was los ist. Ja. Und dich einfach mal ein bisschen rumtreibst und Erfahrung sammelst. Nur so geht's. Das wird in deinem Dorf nicht möglich sein, das ist mir schon klar. Und wenn du nicht mobil bist, ist es natürlich ein bisschen schwieriger, aber wenn man da wirklich eine Leidenschaft für hat und Interesse, dann wird es ja Mittel und Wege geben, das mal zu testen. Ja. Und wenn du es getestet hast, dann rufst du mich nochmal an. Und da will ich die Erfahrungen hören, wie du dich rumgetrieben hast in den Szenen. Okay. Ja, okay? Tschüss, Björn. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Aha. Hier steht auf meinem Monitor, hier steht ja eigentlich sonst immer nur das Alter und der Name, aber heute haben die Kollegen, damit ich weiß, wen ich hier zuerst nehmen soll, ein kleines Stichwort darunter geschrieben, nämlich unmoralisches Angebot. Werner, 43 Jahre, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Bei dir geht's um Alexa. Genau, ich bin da zufällig in die Sendung reingesprungen, genau als sie anrief. Ja. Und da kann ich mir nicht verkneifen, einen Kommentar zu abzulassen. Bitte, lass ihn ab. Einmal hatte ich ganz stark den Eindruck, dass sie dich angebettelt hat. Bitte, bitte, bitte sag ihr, dass es in Ordnung ist, erteilt ihr die Absolution. Hatte ich den Eindruck, dass sie da ganz gerne darauf wartete, dass du ihr das sagst. Das hast du nur nicht getan. Ja, aber wenn jemand da schon drum bettelt, sagen wir mal, um es mit deinen Worten auszudrücken, das sagt ja schon, dass da eine Bedenklichkeit bei ihr richtig da ist. Ne? Ja, und im konkreten Fall würde ich ihr auch nicht zuraten. Mhm. Moralische Bedenken gegen diese ganze Geschichte, das für Geld anzubieten, habe ich eigentlich überhaupt nicht. Mhm. Nur in dem Fall ein entfernter oder auch näherer Bekannter ist, ja, den man dann im Leben hinterher auch mal wieder, ach so, begegnen wird. Interessanter Aspekt. Weiß ich nicht, wie die hinterher miteinander umgehen können. Mhm. Es kann gut gehen, ja, kann aber auch ganz fürchterlich in die Hose gehen. Das halte ich für menschlich eigentlich für zu gefährlich. Gut, also klare Aussage, ja. Wenn sie den Urlaub finanzieren will auf die Weise, hätte, ja, ich kein Problem mit, aber ich würde ihr raten, irgendeinen Fremden nehmen, den sie nicht wieder sieht. Okay, klare Aussage von Werner. Danke für deinen Anruf, Werner. Tschüss. Und ebenfalls zu Alexa noch der Tobias. Und Tobias ist 31 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen Morgen, Jürgen. Ja, Tobias, deine Meinung zu Alexa? Ja, also ich habe das auch mitbekommen. Ich habe diese ganze Sache jetzt nebenher gehört. Also ich finde, sie sollte es nicht tun. Auch nicht tun? Hm. Nein, also meine Begründung ist folgende. Sie ist zum einen ja keine Prostituierte, mhm, oder Hure, dass sie das jetzt beruflich macht. Mhm. Und wie es halt auch schon Werner eben ganz richtig gesagt hat, wenn das jemand ist, den man kennt, auch wenn es nur entfernt ist, aber irgendwann wieder sieht, ja, das kann wirklich ganz bitterlich in die Hose gehen, weil das Problem ist ja, er wird wahrscheinlich dann nochmal auf sie zukommen und dann halt nochmal irgendwie verlangen, dass sie ihm das, was weiß ich, für 100, ja gut, oder 250 Euro macht. Da könnte sie ja Nein sagen, könnte man argumentieren. Könnte man natürlich auch wieder Nein sagen, das ist vielleicht nicht passiert, aber es, zum einen des anderen ist es ja auch keine Wette gewesen. Nee, das kann, ja, nur Nein. Du kennst das ja bestimmt, Jürgen, war bestimmt bei dir in der früher in der Schulzeit auch so, dass vielleicht ein paar Jungs sich einen Streich gemacht haben und gewettet haben, hier, Junge, in einer Woche oder morgen früh komme ich mit der Glatze. So, wir wetten um 200 Euro, 200 Mark. Ja, darum so ging es ja gar nicht. Es geht jetzt darum, ob sie das so für sich, von deinem Eindruck, du hast ja auch einen Eindruck von ihr gehabt, wie sie so geklungen hat am Telefon. Mhm. Meinst du, dass es für sie hinterher okay wäre, wenn sie es machen würde, nur für ihr Gefühl? Also ich denke nicht, weil, mhm, wir haben ja alle gehört, dass sie Bedenken gehabt hatte. Mhm. Und ich denke mir, wenn sie Bedenken hat, dann sollte man es eigentlich nicht tun. Okay. Weil ich denke mir, Bedenken hatte sie wahrscheinlich auch schon, weil sie selber von sich ja auch bestimmt behauptet, sie ist keine Prostituierte oder, ja, Hure. Ja. So, und das andere ist, was soll das überhaupt bringen? Vor allem, auf was will er hinaus, ja, dass er mir 250 Euro anbietet, ja, damit ich ihm das mache. Das muss ja entweder was ganz Spezielles sein. Wahrscheinlich ist es das so. Okay, wir brechen mal ab. Deine Meinung ist aber auch ganz klar rübergekommen. Du sagst, klarer Tipp an Alexa, nee, mach's nicht. Ne? Ja. Okay, ich danke dir, Tobias. Alles Gute. Ja. Tschüss. Danke. Tschüss. Ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik Gunnel Blendin und Michael Jansen.
Und unser Thema morgen heißt, das kann ich nie wieder gut machen. Ich möchte gerne mit euch reden, die ihr genau so einen Satz sagt. Ich habe das und das früher einmal getan. Oder ich habe das unterlassen und daher ist dieses und jenes geschehen, schlimmes geschehen. Das kann ich nie wieder gut machen. Das ist unser Thema morgen. Ab 0 Uhr könnt ihr uns erreichen. Um 1 sind wir da. 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht und eine schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.